Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir wieder bei Goodie Games. Jetzt haben wir Let's Play Batman. Who the fuck is Superman? Genau. Und wir haben unseren neuen schicken Anzug bekommen, der auch angsteinflößend ist, und haben jetzt hier ein paar Trainingsprogramme bekommen zum Absolvieren, damit wir einfach mal uns schon mal mit anfreunden. Damit, und das werden wir auch machen gemeinsam hier, Angst-Multi-Ausschalten-Vergleich brauchen werden hier. Das ist auch neu, dieses Angst-Multi-Ausschalten. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich glaube, es ist Neues, ne? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Simulation aktiviert. So. Angst-Multi-Schalten ausschalten. Obwohl, ach nee, können wir eigentlich auch so machen. Das war das ganz easy machen. Ich leite mal hier hin. Geh in Deckung. Geh ran an die Leute. Der guckt aber ein bisschen in meine Richtung irgendwie. So, jetzt haben wir Angst-Multi ausschalten. Das habe ich, glaube ich, ein paar Mal versaut gehabt. Ne? Ihr müsst, wenn ihr jetzt also Viereck gedrückt habt, oder halt X auf dem Xbox-Controller, dann anschließend euch den nächsten ins Target holen und die Taste wieder drücken. Simulation aktiviert. So, wie ihr gesehen habt, ich habe also jedes Mal in die entsprechende Richtung gelenkt, um dann halt einfach dieses Multi-Ausschalten zu machen. So, mal gucken, in welche Richtung gucken die Jungs alle. Die gucken also teilweise in eine andere Richtung, die mir nicht gefällt. Also gehen wir die von hinten an. So, hier sind wir schon gut. Noch ein bisschen ran. So, Angst, Multi-Ausschalten. Ach, scheiße. Oh. Ja, das ist natürlich, wenn ich erkläre und da natürlich an der Ecke stehe, wo sie mich gut sehen können, war das vielleicht nicht so klug. In Ordnung. Ah, das ist jetzt die falsche Richtung, von da ich komme. So, von hier wieder nochmal. Genau, so soll das aussehen. Simulation aktiviert. So, 3 von 4. Konfiguration 3 von 4. So, jetzt stehen sie alle drei da im Raum drin. Das ist natürlich wunderbar. Perfekt, ne? Simulation aktiviert. Okay. Und einmal noch. Jetzt mal gucken. Hier ist jetzt die tricky Sache. Ihr seht ja den da außen links, der weggeht. Wenn der weggeht, ist das relativ blöde, weil ihr den nicht ins Target bekommt, wenn ihr das erste Mal angreift. Also müsst ihr zusehen, dass der auf einer Reihe mit denen ist, damit ihr ihn seht. Noch besser ist natürlich, wenn er nah dran ist. So wie er jetzt zum Beispiel zurückkommt. Und dann machen wir das so, dass wir praktisch von links nach rechts angreifen. Von rechts nach links angreifen. Wenn der zurückkommt. Er kommt zurück. Ja, da ist er wieder. Habt ihr gesehen, den Trick an der Geschichte, ne? Wäre der Typ nämlich dann hier, wie gesagt, da vorne auf der Ecke gewesen, hätte ich ihn nicht sehen können und hätte das Angst-Multi-Ausschalten nicht anwenden können. Wenn er zu weit weg ist, geht es auch nicht. Herausforderung geschafft und Vayne-Tech-Punkt abkassiert. So, was haben wir hier noch an Herausforderungen? Greifhakenschub, MK2, beherrsche den Himmel. Okay, Herausforderung starten. Machen wir einfach mal alle hier gleich. Simulation aktiviert. So, und mit Volldampf rüber, gleiten. Was kam jetzt? Achso, eine Minute den Boden nicht berühren. Dann brauchen wir jetzt ein... Ah, nicht! Oh, shit. Ja, logisch, dass er fehlgeschlagen ist. Normal, Hausfrauen wiederholen. Weil ich wollte natürlich
Greifhakenschub einsetzen. Ist mir hier gerade nicht gelungen, okay. Simulation aktiviert. Zweimal X drücken und X gedrückt halten. Abtauchen. Und hoch, um Geschwindigkeit zu gewinnen. Also runter, um Geschwindigkeit zu gewinnen. So, und jetzt gucken wir mal, das war hier irgendwo. Ah, da haben wir nicht viel Schub bekommen irgendwie. Mal gucken, dass wir uns irgendwo hier wieder festhalten können, dass wir neuen Schub bekommen. Da bestimmt irgendwie, ne? Ich hoffe, dass ich dann wieder irgendwo noch hinkomme. Ja, zweimal X drücken und dann X gedrückt halten. Damit wir den richtigen fetten Schub haben. Und nur 20 Sekunden hier lang schweben. Und einmal nochmal hier richtig mit Dampf rüber. Da haben wir es ja schon. Ja, das, und den nächsten Ventec-Punkt haben wir einkassiert. Deswegen ist es auch ganz gut, hier die Sachen zu machen, einfach halt, wie gesagt, dann sich hoch zu leveln. Genau, hoch zu leveln, das wollte ich sagen. Ist ja immer gut. So, was wollen wir jetzt? Wurfkonter. Ach. Fackel ihn ab! Wird nicht lange dauern. Wir machen zum Ball ran. Bleib doch nicht da, Batman! Ich, wieso holst du ihn nicht? Aus dem Weg! Das wird gleich ganz schön weh. Halt's dem ein! Das war's. Ich hasse dich, Batman! Los, macht Handfleisch aus ihm! Ein Riesenspaß, Batman! Erledigt ihn, Männers! Erledigt ihn! Ah, das war jetzt, glaube ich, der erste Wurfkonter, ne? Und noch einer. Das hat wirklich im letzten Augenblick kontern. Ich hatte die ersten Konter waren zu früh angesetzt gewesen. Ich dachte, es reicht, wenn ich kontere. Nein, im letzten Augenblick kontern, dann haben wir so einen Wurfkonter. Und haben auch das geschafft. So, nächste Verbesserung ist da. Was haben wir jetzt hier? Jägergrundlagen. Schlage aus den Schatten heraus zu und verschone niemanden. Jage drei bewaffnete Gegner, deren Position zu Beginn jede Herausforderung zufällig bestimmt wird. Okay, Herausforderung starten. Simulation aktiviert. So, da haben wir also drei Gegner. Einer rennt da lang, einer rennt da lang, einer da. So. Gehen wir mal rüber. So, gehen wir mal hier ins Gitter rein. Du kommst doch bestimmt hier zum Gitter, Junge, oder? Ja. Und wieder verstecken. Da waren es nur noch zwei. Ja, zu denen kommen wir natürlich nicht rüber hier lang. Gitter verlassen. Verstecken wir uns da oben. Der ist gerade schön weit weg. Machen wir einen Gleittritt. Oh, der hat mich doch gesehen. Oh, schnell mal ausweichen. Ja, genau, da hat er nämlich hingeguckt.
Und nochmal ein Gleittritt. Und nochmal ein K.O. hinterher. War jetzt nicht perfekt, glaube ich, aber... Okay. Jägergrundlagen abgeschlossen. Fortfahren. Und der nächste Punkt. Oh, haben wir alle? Nein, ne? Ich glaube, das Auto fehlt auf alle Fälle. Den hier haben wir bestimmt, ne? Angst, Multi ausschalten, abgeschlossen. Guck mal. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Ach, shit. Ich habe auf X gedrückt, weil ich laufen wollte. Oh, kann ich das nicht verlassen? Simulation aktiviert. Kann ich nicht die Simulation verlassen? Nein, kann ich nicht. Ach, aber ich kann mich sehen lassen. Das kann ich machen. Ah, nee, dann, wenn sie gescheitert. Nee, scheitern ist auch doof. Oh, Mist. Dann müssen wir es nochmal. Drumherum. Simulation aktiviert. Jetzt sollten sie in dem Raum sein, oder? Ah, nicht hängen lassen. Batman lässt sich hier nicht hängen, alte Fledermaus. Ja, genau, sind im Raum drin. Das ist ja blöd, dass wir es hier echt normal machen müssen. Okay, einen haben wir noch. Was war das gewesen? Ah, das war die Sache gewesen mit dem... Dass wir darauf warten müssen, dass er wieder zurückkommt von da hinten. Sonst funktioniert das nicht. Ah, da kommt er. Jetzt ist er auf der Sichtlinie, würde ich sagen. Jetzt auf jeden Fall. Okay. Ja, ich wollte nur zu dem Punkt hinrennen, ey. Und da startet er die Simulation, ey. Machen wir es halt ohne Rennen. Ah, haben wir abgeschlossen. Was war das hier? Wurfkonter. Das ist die Kampf. Da fehlt nur das mit dem Auto. Fehlt nur die eine hier. Rufen, auswerfen und gleiten. Okay, Herausforderung starten. Simulation aktiviert. Okay, Batmobil rufen. Gas geben. Ach, shit. Oh, habe ich vergessen. Simulation fehlgeschlagen. Habe ich X losgelassen. Okay, nochmal. Die können wir jetzt wirklich wiederholen. Also mit X heraus aus dem Auto und dann auch X gedrückt halten, um weiter zu gleiten. Simulation aktiviert. Ah, das sieht schon mega cool aus, oder Leute? So, nochmal. Und das Batmobil rufen, ne? Jeps. Simulation abgeschlossen. Also nochmal L1 drücken, wenn wir da am Land sind, wenn wir halt die Straße im Blick haben, dann kommt unser Batmobil. Fortfahren. No, jetzt habt ihr mal die Herausforderungen gesehen, wie das sind. Nur Trainings, die werden später. Und umso mehr man da erreicht, umso cooler. So, abgeschlossen. Dann wollen wir mal unsere Verbesserung machen. 5 Punkte haben wir sogar zur Verfügung. Ich würde jetzt gerne das Batmobil abrüsten. Aufrüsten? Nicht abrüsten, abrüsten. Was ist denn das hier? Kalter Krieg oder was? So, Nachbrenner, dass der schneller funktioniert, finde ich schon mal geil.
Und mehr Panzerung fürs Batmobil, genauso wie ich mehr Panzerung für mich gegen Nahkampfangriffe habe. Und dann hätte ich ganz gerne nochmal für mich mehr Widerstand gegen Schusswaffen. Und dann nehmen wir den hier auch noch mit dem Greifhaken und können gleich direkt nach dem Greifhaken nutzen, direkt ins Ausschalten übergehen. Das ist doch bestimmt praktisch, gehe ich mal von aus, also auch kaufen. So, 0 Punkte. So, jetzt können wir uns hier endlich mal um unsere Mission weiter kümmern. Aber ich fand das sehr wichtig, dass wir das Training auch machen, dass ihr das einfach seht. 3 Schützen, 1 Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Was zum Teufel war das? Hat er Verstärkung angefordert oder was ist los? Halt's Maul! Er will uns nur rauslaufen. Wieso kann ich nirgendwo mein R1 benutzen? Gotham ist heute Nacht unser Spielplatz. 18, 19, 20, Ja, ich kann meinen Greifhaken nicht benutzen. Warum kann ich meinen Greifhaken nicht benutzen? Oder soll ich einfach in die Tür reingehen? Wenn ich sie überraschen will, muss ich einen anderen. Ja, habe ich mir doch so gedacht. Olle Fledermaus. Ach so, na gut, okay. Der neue Anzug ist schneller und beweglicher. Wenn ich mich anschleiche, kann ich sie überraschen und alle 3 ausschalten, bevor sie wissen, was eigentlich los ist. Und da sie direkt nebeneinander sind, wird es auch kein großes Problem sein. Also, Nummer 1. Nummer 2. Kamera drehen, Nummer 3. Hilf mir! Retten. Mann, ich habe ja gehört, dass du schnell bist, aber 3 bewaffnete Kerle so schnell auszuschalten. Unglaublich. Sie sind jetzt sicher. Ich schicke jemanden, der sie abholt. Danke. Sag mir, dass du Scarecrow finden wirst. Der Mistkerl muss aufgehalten werden. Yep, ich werde deinen Scarecrow finden. Keine Sorge, Junge, das mache ich. So, Fernzugriffsgerät anbringen. Oracle, der Sender ist an der Mikrowellenantenne befestigt. Perfekt. Ich habe das GCPD anonym verständigt. Sie schicken jemanden, um die Geisel abzuholen. Komm schon, verbinde dich. Super Anzug übrigens. Danke. Okay, beide Antennen sind online. Finden wir Scarecrow. Ich muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Okay, jetzt haben wir also hier 2 Mikrowellenempfänger. Ihr seht unten der normale Funkempfänger und der Mikrowellenempfänger. Können wir halt hier mit drehen. Hier bekomme ich halt Signale rein, ne? Und wenn ich den drehe, bekomme ich auch Signale. Muss die halt beide... Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Jim, ich habe das Angsttoxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. Okay, jetzt geht's also ab nach Ace Chemicals. Das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt dran, dann lasst einen Daumen hoch da, schreibt auch in die Kommentare. Wie gesagt, wenn die Resonanz groß ist, machen wir ein Let's Play draus. So bleiben wir momentan bei einem kleinen angespielt. Aber wenn es einfach viele sind, die sagen, ey Gulli, mach weiter, ist cool, dann mache ich das natürlich auch. Ich hoffe, ihr schaltet also dementsprechend beim nächsten Mal wieder ein. Ich sage so long und goodbye, keep gaming, euer Gulli.